Bei der Etüde solltet ihr auf einen frischen Charakter achten. Ich würde die Achtel so spielen wie ein Tischtennisball, der auf einer Platte springt. Ich mach's euch einmal vor. Also nicht ganz kurz, aber auch nicht ganz lang. Im zweiten Teil gibt es viele Taktartwechsel. Versucht die herauszuheben, indem ihr immer die 1 betont. Bei der Dynamik gilt es zu beachten, dass ihr das Forte und das Fortissimo schön durchzieht und nicht einfach leiser werdet, weil die Luft alle geht. Achtung, spielt die 16. schön deutlich, aber nicht zu kurz, dann haben die nicht so viel Klang. Also schön mit viel Luft über die 16. drüber spielen, die werden dann von alleine kurz wirken.